Wir wollen uns nun mit dem Wortproblem in L2 beschäftigen, das heißt die Frage untersuchen. Wir haben eine Sprache L aus L2 gegeben, wir haben ein Wort W aus Sigma Stern gegeben und wir möchten die Frage beantworten, ist das Wort W ein Wort der Sprache L oder nicht? Wie haben wir das in der Sprachklasse L3 gemacht? Nun, in L3 konnten wir einfach einen deterministischen endlichen Automaten A auf W anwenden und der Automat hat uns mit dem Zustand die Frage beantwortet, ob das Wort W zur Sprache gehört oder nicht. Im Falle des finalen Zustandes ist das Wort akzeptiert und das Wort gehört zur Sprache und im Falle eines nicht finalen Zustandes gehört das Wort nicht zur Sprache. Das funktioniert immer mit jedem Durchlauf. Wie sieht das aus bei L2? Können wir das gleiche anwenden? Wir haben da ja auch ein Automatenkonzept, nämlich den Pushdown-Automaten. Nun, wir haben den Pushdown-Automaten als ein nicht-deterministisches Automatenkonzept eingeführt. Nicht-Determinismus heißt, es kann in verschiedenen Durchläufen oder Anwendungen des nicht-deterministischen Automaten auf das Wort W sich der Fall ergeben, dass das Wort mal akzeptiert wird und mal nicht akzeptiert wird. Das heißt, wenn ich das erste Mal durchlaufe, beispielsweise ich wende den PDA auf das Wort W an, ja, das er akzeptiert. Bei einem zweiten Durchlauf kann sich ergeben, dass er nicht akzeptiert. Bei einem dritten Durchlauf wiederum kann sich ergeben, dass er akzeptiert und so weiter. Das heißt, es ist nicht mit jedem Durchlauf sichergestellt, dass obwohl das Wort W in der Sprache liegt, der Automat auch mit einem akzeptierenden Zustand anhält. Das heißt, wir brauchen hier eine Alternative. Dieses nicht-deterministische Automatenkonzept ist nicht geeignet, um das Wortproblem in L2 zu lösen. So, versuchen wir mal einige Ideen zu entwickeln. Und zwar ein Ansatz könnte sein, schreiben wir mal als Alternative 1 auf. Wir haben für die kontextfreien Sprachen kennengelernt verschiedene Grammatiken. Und zwar beispielsweise die Grammatik in Greibach-Normalform. Die Greibach-Normalform sieht so aus, dass wir immer Regeln haben der Form. Die Greibach-Normalform ist so aufgebaut, dass wir auf der rechten Seite haben ein terminales Zeichen und dann eine Folge von Variablen. Nun, das kann uns natürlich einen Ansatz liefern für die Frage, ob ein Wort in der Sprache liegt, die von einer Grammatik erzeugt wird. Und zwar betrachten wir jetzt allgemein die Situation, wir haben ein Wort W, das bestehe aus den Zeichen A1 bis AN. So, wir könnten jetzt ansetzen mit der Normalform in der folgenden Weise. Wir bilden alle Wörter mit Wortlänge N. Dazu sind genau N Ableitungsschritte erforderlich, weil in jedem Ableitungsschritt wird genau ein terminales Zeichen erzeugt. Wenn ich ein Wort mit einer Greibach-Normalform erzeuge, wird es im Verlaufe der Ableitung mit jedem Ableitungsschritt länger. Es wird niemals kürzer. Das heißt, es ist wirklich eindeutig und relativ schnell zu bestimmen, alle Wörter der Wortlänge N. Ja, und dann prüfen wir, ob das Wort W unter diesen Wörtern ist oder nicht. Das kann natürlich eine Vielzahl von Wörtern sein, da ja diese Ableitung mitunter nicht immer eindeutig ist. Ja, es kann ja Regeln geben an einer bestimmten Situation, dass ich habe A geht über in A und dann eine andere Folge von Variablen. Ja, also zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nicht immer eindeutig geklärt, ob jetzt eine Regel eindeutig anzuwenden ist oder nicht. Wir verfolgen noch einen zweiten Ansatz, eine zweite Alternative. Und zwar, wenn die Grammatik in Chomsky-Normalform vorliegt. Auch hier entwickeln wir wieder eine Idee. Und zwar, die Idee ist die folgende, wenn wir wieder das Wort haben A1 bis AN, die Wortlänge von N gleich 1 ist, damit das Wort W in der Grammatik liegt, dann muss G die Regel S geht über nach A1, muss in der Regelmenge liegen, sonst ist das Wort nicht erzeugbar.
Ja, und was bedeutet jetzt Chomsky-Normalform? Chomsky-Normalform heißt, wir haben nur Regeln der Form a geht über nach bc, also eine Variable wird abgeleitet in zwei Variablen oder Regeln der Form a geht über nach klein a. Im Fall, dass die Wortlänge von w größer als 1 ist, können wir uns das Folgende überlegen. Wenn die Wortlänge größer als 1 ist, dann müssen wir starten mit einer Regel s geht über nach ab. Alle Regeln in der Chomsky-Normalform sind so aufgebaut, dass auf der rechten Seite einer Regel entweder zwei Variablen stehen oder genau ein terminales Zeichen. So, und wenn die Wortlänge von w größer ist als 1, dann müssen wir mit einer solchen Regel gestartet sein. Betrachten wir das mal als Ableitungsbaum. Der erste Ableitungsschritt sieht dann wie folgt aus: s geht über nach ab. So, und aus dem Teil unterhalb des a ergibt sich ein Teil des Wortes, nämlich sagen wir mal von a1 bis ak. Und aus dem b ergibt sich dann der zweite Teil des Wortes, nämlich ak plus 1 bis an. So, und diese Idee lässt sich nun natürlich weiter fortsetzen. Dieser Teil hier von a1 bis ak, ausgehend von dem a, ja, wenn der größer ist als 1, ja, auch dann können wir diesen Ableitungsbaum wieder zerlegen, dass wir dann sagen können, naja, die Variable a muss wiederum durch zwei Variablen ersetzt worden sein im Rahmen eines Ableitungsschrittes. Und aus denen ergeben sich wieder zwei Teilwörter dieses Teilwortes a1 bis ak. Das heißt, unser algorithmischer Ansatz sieht wie folgt aus. So, wir betrachten Zerlegung des Wortes w in zwei Teile uv. Und was wir machen, wir prüfen die Regeln s geht über nach, sagen wir mal, ab, ob nämlich das Folgende möglich ist, ob nämlich a abgeleitet werden kann zu u und ob b abgeleitet werden kann zu v. Ja, und die Idee des Algorithmuses, den wir jetzt anwenden wollen, ist, dass man das sozusagen für alle möglichen Zerlegungen untersucht und das sozusagen rekursiv fortsetzt, ja, also auch auf diese beiden Wortteile u und v, dass man auf diese beiden Teile wiederum die gleiche Idee anwendet. Ja, und diese generelle Idee, das ist die Idee des Algorithmus von Kocke-Yanga-Kazami, der CYK-Algorithmus, der hier abgebildet ist. Was der macht, der baut ein Feld auf, und zwar Aufbau eines zweidimensionalen Feldes, und zwar in der Dimension n kreuz n. Und was ist die Idee hinter einem Eintrag in dieser Tabelle? Nun, dass der Eintrag n, i, j, der wird alle Variablen enthalten, aus denen sich das Teilwort ai bis ai plus j minus 1 ableiten lässt. Wie geht er vor? Er baut dieses Feld auf in der folgenden Art und Weise. Es ist ein zweidimensionales Feld, wo i die Spalten beschreibt, j die Zeilen beschreibt. Und in der ith Spalte der ersten Zeile, das ist in dieser Schleife hier, stehen genau die Variablen, aus denen sich ein einzelnes Zeichen des Wortes ableiten lässt. Das heißt, in Spalte i, ja, da stehen genau die Variablen. Wenn das Spalte i ist, ja, dann stehen die Variablen, aus denen sich das Zeichen ai ableiten lässt. Das ist quasi die Initialisierung der ersten Zeile. So, und dann wird in einer dreifach verschachtelten Vorschleife, relativ kompliziert, bei der man sich auch relativ leicht verrechnen kann, das Feld Schritt für Schritt, Zeile für Zeile aufgebaut. J läuft über die Zeilen. I läuft über die Spalten. In dieser verschachtelten Vorschleife über J und I wird der Eintrag NIJ aufgebaut. So, und dann werden im Prinzip mehrere Möglichkeiten an dieser Stelle kombiniert, wie sich jetzt das Teilwort
AI bis AI plus J minus 1 erzeugen lässt. Ja, mehrere Kombinationen der vorherigen Zeilen, der Einträge aus der vorherigen Zeilen werden hier miteinander verknüpft. Wir gucken uns das gleich genau in einem Beispiel an. Zentrale Aussage ist aber noch, oder vielleicht schreiben wir das nochmal auf. Ja, an dieser Stelle wird geprüft, für jedes Feld N, I, J wird geprüft. Und das ist dann die letztendliche Schleife oder die letzte Schleife über das K, über die Laufvariable K. Also für jedes Feld N, I, J wird geprüft, ob eine Regel A geht über nach B, C aus R. Ja. Und ein K-Element aus 1 bis n existiert, so das gilt. B lässt sich ableiten nach AI bis AI plus K minus 1. Und C lässt sich ableiten nach AI plus K bis AI plus J minus 1. Ja, darum, die Variable k läuft von 1 bis j, damit das hier auch sauber entsprechend überprüft werden kann. Ja, und das ist genau dann der Fall, wenn b Element aus nik, ja, das wird hier geschaut, und c aus ni plus k j minus k. Ja, man sieht das gleich in dem Beispiel wieder schrittweise sozusagen zur Überprüfung, welche Variable in dieses Feld gehört, hier unterschiedliche Kombinationen aus den vorhergehenden Zeilen sozusagen herangezogen werden. Der Algorithmus terminiert genau dann, wenn ich am Ende in diesem Eintrag, der Eintrag n1n, ja, das enthält alle die Variablen, aus denen ich das Teilwort von 1 bis n, also das ganze Wort w, erzeugen kann. So, und der Algorithmus terminiert mit einem positiven Ergebnis, wenn die Variable s, also die Startvariable der Grammatik, in diesem Feld enthalten ist. Ja, genau dann lässt sich das Wort mithilfe der Regeln der Grammatik erzeugen. Wenn s Element aus n1n, daraus folgt, w ist aus L von g. Ja. Das ist die Idee des Kokuyanga-Kazami-Algorithmus.